Okay, 0-0 hier in München bei Türkgücü. Wie sind deine Eindrücke zum Spiel? Ja, gemischte Gefühle, muss man sagen. Ich glaube, dass wir schwierig reingekommen sind nur. Nach 20 Minuten sind wir immer besser geworden. Und gerade aufgrund der zweiten Halbzeit, muss man sagen, haben wir doch einiges an Angriffen liegen lassen, die wir hätten besser ausspielen können, um hier vielleicht noch mehr mitzunehmen. Du sprichst die Angriffe an. Gerade in der Endphase hatte man so das Gefühl, da geht noch was, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir sind körperlich sehr fit, am hart gearbeitet. Das hilft uns oft hinten raus. Und solange man hinten zu Null spielt, eine lange Zeit, hat man auch immer den Glauben daran, noch zu gewinnen. Und das hilft natürlich auch den Offensiven. Aber wie gesagt, so der letzte Pass oder die letzte Gefährlichkeit vorne hat uns gefehlt. Von den 4 Ligaspielen gab es nur einmal Gegentore. Das war letztes Mal beim 2:2 gegen Kaiserslautern. In der letzten Saison war die Defensive mit eines der großen Probleme. Warum klappt es diese Saison bislang deutlich besser aus deiner Sicht? Ich glaube, dass sich bei uns niemand rausnimmt. Es sind 11 Leute auf dem Platz, die defensiv arbeiten. Das macht uns hinten das Leben auch leichter. Klar, wenn wir hinten nicht das eine oder andere brenzlige lösen würden, dann würden wir auch mehr Gegentore kriegen. Aber es ist einfach insgesamt ein Verdienst der Mannschaft und nicht nur von der Abwehr. Dadurch, dass du, sagen wir mal, jetzt nicht mehr ganz Anfang 20 bist, hast du natürlich auch schon mitbekommen, was hier für legendäre Duelle stattgefunden haben im Olympiastadion. War es dann für dich als Routinier trotzdem nochmal etwas Besonderes, hier überhaupt dann auch mal nicht nur Gast, sondern auch ein Spiel sehen zu können? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube schon bei der Hinfahrt war es schon was Besonderes, das Dach zu sehen von Weitem und dann hier einzulaufen, so mal durchs Rund zu schauen. Das war absolut, hatte einen nostalgischen Faktor auf jeden Fall. Klar, wenn das Spiel losgeht, ist dann wieder was anderes. Dann konzentriert man sich aufs Spiel, aber gerade vorher war es schon was Besonderes, absolut. Inwieweit wurde der Besonderheitsfaktor dadurch ein bisschen geschmälert, dass es dann sehr, sehr kurzfristig doch nochmal eben auf leider 0 Zuschauer runtergegangen ist? Beziehungsweise anders gefragt, wäre das ein Spiel gewesen, das mehr Zuschauer verdient gehabt hätte? Ja, ich glaube, die Städte hier hätte einfach mehr Zuschauer verdient gehabt, auf jeden Fall. Wenn das nochmal mit Fans gefüllt ist, muss es, glaube ich, auf jeden Fall nochmal was ganz anderes sein. Aber naja, wir müssen das alle im Moment so nehmen, wie es ist und das Beste draus machen. Ja, ich denke, dass wir in der ersten Halbzeit ein bisschen schwierig reingekommen sind. Hatten 20 Minuten ein bisschen Probleme auch, uns auf den Gegner ein bisschen einzustellen. Waren nicht griffig genug. Ich denke, zweite Halbzeit geht, denke ich, auf unsere Seite. Von daher denke ich, dass es ein gerechtes 0-0 ist. Stichwort unsere Seite. Gerade in der Schlussphase hatte man eher das Gefühl, dass nochmal was für euch passiert. Ja, wir haben alles versucht. Wir haben versucht, ruhig nach vorne zu spielen. Und das ist uns in der zweiten Halbzeit deutlich besser gelungen als in der ersten Halbzeit. Wir haben öfter die richtige Entscheidung getroffen, waren in den zweiten Bällen viel präsenter. Und ich denke, ja, wenn wir einen machen, vielleicht auch über eine Standard. Medo hatte ein, zwei gute Einköpfmöglichkeiten. Dann können wir das Spiel hier gewinnen. So geht es 0-0 aus und werden wir analysieren. Und ich denke, dass wir doch damit dann auch zufrieden sein können. Du sprichst das Zufriedensein an. Was war das für dich das prägende Gefühl beim Zeitpunkt des Abpfiffs? Also wirklich so, okay, den Punkt nehmen wir mit und ist okay so? Oder war dann doch eher die Enttäuschung aufgrund der Schlussphase, dass man gesagt hat, dass man sich in dem Moment dann erstmal doch nochmal geärgert hat? Klar, man will immer gewinnen und ich glaube, in der zweiten Hälfte war es auch möglich zu gewinnen. Wir müssen trotzdem halt realistisch bleiben und sagen, dass in der ersten Halbzeit, gerade in der Anfangsphase, die Gegner richtig gute Chancen hatten, Tim uns da im Spiel gehalten hat. Und wir sind froh, dass wir hinten die 0 gehalten haben. Wenn wir vorne einen gemacht hätten, wäre das Ding wahrscheinlich zugunsten von uns ausgefallen. Im Vorfeld war neben der Partie, die es ja in der Form zum ersten Mal gibt im deutschen Profifußball, auch das Stadion ein Thema. Ja, welche Rolle hat es für dich gespielt im Vorfeld und wie war es dann tatsächlich letztendlich hier wirklich aufzulaufen im altehrwürdigen Olympiastadion? Ja, für uns natürlich was Besonderes. Wir haben uns gefreut, dass wir die Mannschaft sein dürfen, die mal wieder hier ein Profifußballspiel austrägt. Hätten natürlich gerne gewonnen. Ich glaube, jeder von uns wäre gern der Torschütze gewesen. Dann, aber so war es natürlich beeindruckend. Die Kulisse ist immer noch beeindruckend, wenn man weiß, was hier alles passiert ist, umso beeindruckender. Wie bewertest du den Saisonstart mit nach den ersten 4 Partien ohne Niederlage? Ich denke, wenn das jemand vor der Saison gesagt hätte, hätten wir es unterschrieben. Wir sind froh, dass wir noch kein Spiel verloren haben und das wollen wir so lange wie möglich offen halten und auch so beibehalten. Wir müssen vielleicht gucken, dass wir vielleicht noch ein, zwei Tore mehr machen, aber sonst glaube ich, dass wir generell zufrieden sind mit dem Saisonstart. Dankeschön. Danke.